Liebe Unterstützerin, liebe Unterstützer des Entwicklungshilfeclubs, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses kleine Video anzuschauen, wo ich mich Ihnen heute als neue Geschäftsführerin des Entwicklungshilfeclubs und als Nachfolgerin von Gabi Tabatabai in dieser Rolle vorstellen darf. Mein Name ist Britta Wilfling, ich stamme ursprünglich aus der Steiermark und lebe aber schon sehr viele Jahre in Wien. Und wenn Sie vielleicht schon einmal von mir eine Visitenkarte in der Hand gehabt hätten oder haben oder meine Signatur studiert haben, dann werden Sie sehen, dort steht ein Diplom-Ingenieur vor meinem Namen. Stellt sich die Frage, wie kommt man mit einem technischen Studium dazu, Geschäftsführerin in einer Entwicklungsorganisation zu werden? Schuld daran sind meine Lehrerinnen und Lehrer in der Schule, die uns Schülerinnen und Schüler einfach ganz großartig auf die Probleme, aber auch die Schönheit dieser Welt aufmerksam gemacht haben. Kombiniert und gepaart mit einigen Auslandsaufenthalten in verschiedenen Erdteilen, ist dann bei mir der Entschluss gereift, als ich von einem Auslandsaufenthalt zurückgekommen bin, ich möchte etwas tun, damit diese Welt nicht bleibt, wie sie ist, sondern sich zum Besseren verändert. Und wie man das halt dann so macht, habe ich im Internet geschaut, was gibt es denn da für Organisationen und Möglichkeiten und bin auf den Entwicklungshilfeclub gestoßen und habe mich dann aufgemacht hierher in die Bettinstraße, wo ich heute hier zu Ihnen spreche und habe dann nach einigen Suchen den Entwicklungshilfeclub gefunden und bin dann vor fast 20 Jahren durch diese Tür getreten. Und ich nehme Sie jetzt mit hinein in den Club, so wie ich damals in den Club gegangen bin. Ja, und auch damals schon stand hier diese Sitzgarnitur, genau die gleiche. Und der Gerhard Dorfner, das ist der Gründer des Entwicklungshilfeclubs, hat sich dann hier mit mir auf diesen Sesseln unterhalten, was es denn für Möglichkeiten gibt, sich im Club zu engagieren. Er hat mir eine Vielzahl von Dingen aufgezählt, die man machen kann. Und ich war dann ganz erfreut, dass dass so viel möglich ist und man hier so viel tun kann und sich einbringen kann, dass ich sofort Ja gesagt habe und eben die letzten 20 Jahre dabei geblieben bin. Und ja, das ist es, was ich Ihnen mitgeben will. Das ist das Schöne am Club. Jeder und jede von uns, Sie und ich, wir sind hier willkommen mit unseren Möglichkeiten, seien sie finanzieller Natur, aber auch persönlicher Natur. Und es ist auch möglich, dass sich Engagement im Laufe der Zeit verändert. Sei es, weil wir weniger oder mehr Zeit haben, Fähigkeiten entwickeln. So wie es zum Beispiel bei mir der Fall war. Ich habe mich nach dem Einstieg in die Profitwelt, in einigen großen Konzernen, in denen ich gearbeitet habe, verändert und bin in die NGO-Branche-Szene eingestiegen und habe dort verschiedene Organisationen auch kennenlernen dürfen. Und mit dieser Entwicklung und auch mit meiner familiären Situation hat sich auch mein Engagement im Entwicklungshilfeclub verändern dürfen. Und ich bin dem Club bis heute treu geblieben und jetzt eben in dieser wunderbaren Rolle als Geschäftsführerin hier, das freut mich sehr. Und ja, ich möchte Ihnen an dieser Stelle sehr danken. Danke, dass Sie gemeinsam mit unserem wunderbaren Clubteam hier dazu beitragen, dass die Welt eben nicht bleibt, wie sie ist, sondern sich ein Stück bunter, froher und auch lebenswerter gestaltet für alle Menschen auf der Erde. Und in diesem Sinne bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie uns verbunden und engagieren Sie sich weiterhin mit dem Entwicklungshilfeclub für seine Anliegen. Vielen Dank.